Yo, was geht ab? Guten Tag. Willkommen zu einer neuen Show, Andy und TK. Ich wollte typisch Andy sagen, aber das ist... Typisch Andy. Jeder zweite, bei dem ich mich vorstelle, so, ey, typisch Andy, so, ja. Also, wir wollten schon immer wissen, welcher Member sind wir, wenn bei BTS wären? Wir machen jetzt einen BTS-Test. Was meinst du, wer dir am ähnlichsten ist? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach den Test. Wir brauchen also die Frage uns gar nicht selber stellen. Wir haben dafür ein cooles Quiz gefunden. Wir werden den Link für das Quiz mal in die Beschreibung packen. Da könnt ihr den auch mal machen. Oh yeah. 20 Fragen müssen wir jetzt beantworten. Und wir machen das hier so nebeneinander, parallel. Genau. Parallel dazu. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Also von denen sechs? Jetzt. Ja. Uff. Ja, du kannst... Oh, Fleisch ist halt geil. Fleisch ist schon geil. Oma, geht. Aber wo sind die Burger? Sushi, Pizza, Früchte, Eiscreme. Ich würde selber tendieren auf Sushi. Bei mir ist Sushi. Ja, bei mir auch. Okay. Beides Sushi. Sushi. Es ist einfach frisch und du kannst verschiedene Sachen reinmachen. Bei Pizza wird es irgendwann mir zu fettig. Und bei Fleisch, ey, da stirbst du. Du hast deine Arterien verstopft. Aber es gibt einen Mann, der ernährt sich seit 2 oder 3 Jahren nur von Fleisch. Ja. So, was ist deine Lieblingsfarbe? Von den 6? Von denen hier. Mhm. Ja. Die Farbe, die ich am schönsten finde hier, wäre tatsächlich für mich blau. Bei mir war es halt so, dass ich als Kind immer grün als Lieblingsfarbe habe. Das ist halt immer noch so. Grün. Dein Fashion-Style. So, ich habe ja eigentlich keinen, ich laufe in Penner rum. Voll random, aber ich werde, je länger ich mit dir abhänge, irgendwie werde ich immer mehr fashionbewusster. So. Also eigentlich ein schlechter Einfluss eigentlich, ne? Wieso? Dann sehe ich besser gekleidet aus. Aber man gibt dein Geld unnötig aus. Also Classic auf keinen Fall. Nee, bei mir ist es glaube ich laid back casual. Ja, bei mir auch. Ja, also die meiste Zeit ist das hier. Ey, weißt du was in ist? Was? Seit Monaten in, so eine Weste zu tragen. Echt? Aber so eine Anzugsweste? Nee, nicht eine Anzugsweste, sondern so eine Polizeiweste. Was so ähnlich aussieht wie eine Polizeiweste. Eine Schwimmweste. Sieht aber nicht gut aus. Lieblingsparfümduft? Was gibt's hier so? Holzig. Woody Mineral. Orange Blossom, Water Lily, Fruits and Flowers, Fig Leaves. Boah, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Sachen riechen, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Das ist voll schwer zu definieren, aber ich würde trotzdem sagen Fruits and Flowers. Fruits and Flowers für dich? Ja, Blumen riechen. Früchte mag ich halt so. Riecht halt weiblich, glaube ich. Also ich mag auch Früchte. Ich will nicht die ganze Zeit das Gleiche anklicken, aber ich würde halt, ich mag diesen Früchteduft. Lieblingsbrand. Brand. Die ganzen Sachen sagen mir gar nichts. Ich kenne Givenchy nicht. Givenchy. Oder Gucci. Yeezys. Sind das die Schuhe? Ja. Visvim. Aber warum steht da Yeezy? Nee, also mir sagt nur Givenchy, Gucci und H&M. Gucci. Bei mir ist H&M. Will nicht so viel Geld ausgeben. Ja. Ey, Gucci ist voll teuer. Ey, ich will nicht das Gleiche nehmen wie du. Deswegen nehme ich jetzt einfach, okay, ich muss das Gleiche nehmen, ich will auch kein Geld ausgeben. Dein Lieblingsfilm? Southpaw, Matrix, Inception, Notebook, Eternal Sunshine of the Spotless Mind und About Time. Matrix habe ich nicht so gemocht. Wow. Inception ist ein guter Film. Also ich bin zwischen Matrix und Inception. Ich nehme Inception. Inception? Ja, ich mag Inception. Ich nehme About Time. About Time. Mhm. Was ist deine Lieblingshaarfarbe? Lieblingshaarfarbe? Hihi. Und welche Farbe ich momentan richtig cool finde, das hat sich seit kurzem geändert. Blau. Blau? Ja. Oh. Ja, weil voll viele haben jetzt blaue Haare. Oh. Billie Eilish. Was genießt du am meisten? Kochen, lesen, schlafen, tanzen oder mit Freunden abhängen? Ich würde für mich schlafen sein. Bei mir mit Freunden abhängen. Ehrlich, schlafen, ey, das tue ich eigentlich nur jeden Tag, wenn ich wenn ich muss. Ja, das stimmt, aber wenn ich zu übermüdet bin, schlafe ich. Ich schlafe generell sehr schlecht und ich mache lieber mehr. Was für Bücher magst du? Philosophisch, Selbsthilfe, Science Fiction, historisch, Classics. Und das soll mir sagen, auf was für eine BTS-Member du bist. BTS-Member ich bin. Ich würde für mich
sagen, philosophische Bücher. So, ich mag das, wenn man so drüber nachdenken kann. Science Fiction ist auch cool. Bei mir Science Fiction. Ich mag Science Fiction. Wenn es gut gemacht ist. Dein Lieblingstier von denen hier jetzt. Also was man am liebsten isst, oder? Im Bock schmeckt mit alles gleich. Mit Doppel-S oder mit einem S? Also ich weiß nicht. Was davon hast du schon gegessen? Eigentlich nur Pferd. Nee, Pferdelasagne. Wegen dem Pferdeskandal. Das Pferdeskandal. Ja. Ja, nee, was hast du denn schon gegessen? Sag es doch vor der Kamera. Hä? Ich habe schon 3 davon. Nein, schau mal vor. Nein, ich habe noch nichts gegessen davon. Das glaube ich dir nicht. Gleich auch Pferdelasagne. Aber du musst dein Lieblingstier wählen. Ja, vom Geschmack. Nee, nicht vom Geschmack. Ich glaube, ich würde Hund nehmen. Aber ich nehme Löwe, weil die sind so majestätisch und so. Ich bin zwischen Hund und Katze, ich bin voll lame. Wie würdest du deine Persönlichkeit beschreiben? Imaginative, original, enthusiastic, loyal, sensitive, neat, optimistic, charismatic, selfless, curious, observant, energetic, creative, passionate, hardworking. Also das erste finde ich ist ähnlich wie das letzte. Ja, ich würde imaginative und original, enthusiastic sagen. Weil das ist eigentlich ziemlich das gleiche wie das letzte, so nur ohne das Hardworking. Was heißt selfless? Selbstlos. Selbstlos, genau. Ja, dann bist du in der Mitte. Ja, du bist richtig selbstlos. Ja. Aha. Lieblingsjahreszeit. Ey, ich finde, jede Jahreszeit hat ihre Vor- und Nachteile. Und bei mir ist es der Frühling. Weil der Frühling, da kannst du drüber lachen, wie Leute Allergien haben. Nicht deswegen. Guck mal, ich liebe den Winter. Aber es ist ja eigentlich die ganze Zeit dunkel. Es ist die ganze Zeit dunkel. Das ist das, was mich abfuckt, dass es so früh dunkel wird. Aber ich liebe es auch, so im Schnee zu spielen. Sommer ist mir zu heiß. Sommer ist schon warm, aber ich mag, dass es so aktiv ist und dass du so viel machen kannst dann auch. Herbst ist halt zu windig für die Haare, ne? Da ja, aber ich mag Kürbisse. Da müsste ich so laufen. Ich liebe Kürbis. Nein, ich nehme Sommer. Okay. Ich nehme Sommer, weil da kann man viel machen. Aber dann frage ich dich, du sagst ja, du liebst den Sommer, aber du bist nicht so oft draußen. Und ja. Deswegen macht mir die Hitze nichts aus. Es geht nicht darum, dass manchmal man viel macht, es geht darum, dass man die Möglichkeit hat, viel zu machen. Choose your favorite drink, dein Lieblingsgetränk. Es gibt keine Fanta. Keine Fanta. Keine Fanta. Oh, ich liebe Fanta. Okay, bei mir ist es Tequila. Ich hasse Tequila. Trinkst du das, weil du das so brauchst? Oder trinkst du, weil du Lust drauf hast? Weil ich ein Problem habe. In meinen Depressionen. Guck mal, Cola ist auch ein bisschen kritisch, weil es nicht Cola Zero ist. Ich mag Cola Zero. Ja. An den Getränken würde ich sagen, ist es Kaffee. Aber ein guter Kaffee. Ja, ist bei dir auch Kaffee? Ja, ich trinke zu viel. Weißt du noch, wo ich so viel Kaffee getrunken habe? Welche Art von Musik magst du? Rap, Random, Rock, Pop, Rock. Where is the K-Pop? Was ganz witzig ist, das ist ja ein Test, um zu wissen, welcher K-Pop-Idol du bist. Ja. Ja. Aber da wird ist K-Pop nicht erwähnt. Nicht erwähnt. Ja. Also bei mir ist es Just Random. Boah, das hätte ich auch gewählt, aber jetzt muss ich was anderes wählen. Nein, musst du nicht. Du siehst mir eher wie so ein Jazz. Nein, Just Random. Okay. Guck mal, was ist dein Lieblingskaffee? Black and Straw meinst du? Ey, nein. Ich bin zwischen Matcha, Latte und Eiskaffee. Eiskaffee? Habt ihr schon mal den vietnamesischen Eiskaffee getrunken? Oh, Eiskaffee generell. Ich hab so Bock jetzt gerade auf Eiskaffee. Eiscreme-Geschmack. Oh, das ist für mich auch klar. Bei mir. Wenn ich in eine Eisdiele gehe, ja, bestelle ich dann 3 Kugeln Schokolade. Okay, was Schokolade? Was, die haben keine Schokolade? Warum haben die... Doch, da, Chocolate Chip Cookie Dough. Am nächsten? Ja, nehme ich das. Wieso haben die so fancy Eissorten? Wo ist die Erdbeere? Von den Sorten jetzt, die hier sind, Mint Chocolate Chip. Iiii, yes. Mit Minze? Ja. Schmeckt überhaupt nicht. Doch. How would you describe a perfect partner? Ich finde intelligente Frauen sehr, sehr, sehr attraktiv. Warum nimmst du da nicht so eine 40-jährige Doktorin? Vielleicht mache ich das ja. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht. Erhöhen wir das Alter. Mag ich auch. 50. Aber bei mir ist es das Gleiche. Smart, friendly, relaxed. Ich mag es einfach, wenn die locker ist, freundlich. Das sind die wichtigsten Sachen so. Was ist dein Lieblings-BTS-Musik-Video? Von denen? Ich schwanke zwischen Fake Love und Fire. Bei mir ist es eher Fire. Dann nehme ich Fake Love. Nimm so Fake Love. Okay. Mhm. Dein Lieblingsaccessoire. Bei mir sind es Ohrringe. Bei mir wären es Ringe, aber ich habe keine Ringe. Ja, aber das ist ja egal. Dann trotzdem ist es dann eher Ringe. Obwohl ich keinen Ring habe. Ja. Hast du einen Ring um deine Eier? Wer ist dein Bias? Wer ist dein Bias? Sag nicht, die 19 Fragen spielen keine Rolle. Und dann ist so die letzte Frage. Dann bist du. Wer ist dein Bias? Du bist diese Person. Dann bist du die.
Schwer. Ich nehme Jungkook. Ich nehme wie? Sie. Eigentlich will ich auch. Ja. Okay. Ich bin Jungkook. Ah. Du bist Jimin. Jimin. Okay. Damn. Okay, also, was steht drauf? You're an individualist and prefer doing things on your own. Just like a golden magnet, you are shy and private, but also very warm and fun-loving with the ones you love. Your friends describe you as ambitious, compassionate, earnest, stubborn, sensitive, and reliable. You are a naturally gifted and very creative, a born artist. Aber, warte, da waren ja locker 10 Fragen wegen Essen, ja? Wie können die denn eigentlich da deinen Charakter analysieren, wenn nach nur Essen? Essen? Nach Essen. Was bei dir ist, you're the type of friends that everyone needs in their life. Just like Jimin, you shine with warmth and sincerity, and you are constantly thinking about the well-being of others. Although you appear pretty confident, you are actually very self-conscious and even shy. Sometimes you are not fully aware of your talents and you seek reassurance from the others. Being a true perfectionist, you can sometimes be pretty hard on yourself. Relax, you are amazing. Da steht nur Positives bei jedem. Immer. Nein, steht da nicht. Bei mir steht stubborn. Ja, aber sonst, weißt du. Ja, das genau, ist ja es ist halt wie so ein bisschen so horoskopmäßig, dass man so sich gut. Aber ich finde es. Also, ja, aber ich finde es schon, okay. Aber ich finde es schon ein bisschen mager. Ja? Also, keine Ahnung, 10 Fragen wegen Essen und. Und dann auf einmal kommt da sowas. Dann so. Kommt da auf. Und dann am Ende noch, wähl dein Bias. Oh, Sushi, du bist ein Perfektionist, der manchmal sehr hart sein kann. Was? Du trinkst gerne Kaffee? Ja, du scheinst mit Wärme und Ehrlichkeit und bist immer nur am Ding. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr seid. Ja, genau. Wen habt ihr bekommen? Wer ist denn alles Jimin? Ich bin anscheinend Jimin. Genau. Wer ist alles Cookie? Alle Cookie. Das klingt irgendwie so bei dir so ziemlich wie so ein Pedo. Alle Cookie-Leute. Hey, Cookie! Wollt ihr Cookie? Bist du draußen auf der Straße? Bist du Cookie? Willst du Cookie? Nee. Cookie, Cookie, willst du Harsin sehen? Und was in hat die? Van? Aber guck mal, die Frage. Ah, das war's für heute. Okay. Alright. Jimin sagt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Cookie out.